ist eine Geschichte, die in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts spielt. Eine Geschichte von armen und reichen Menschen. Manche sind so arm, dass sie nicht mal was zu essen haben und müssen in ihrer Not anfangen, Lebensmittel zu stehlen. Und einer wird niedergeschossen. Und der Schütze, ein Polizist, hat Gewissensbisse. Und der ist durch einen märchenhaften Zufall in den Besitz von Lottomillionen gekommen und nimmt nun den armen Schlucker, den er angeschossen hat, bei sich auf, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Und hat natürlich Angst, dass der Angeschossene erfährt, dass er der Täter war. Willst du Kaffee oder fette Brühe? Sag's mir doch, was erlaubst Das Bühnenspiel Der Silbersee des Komponisten Kurt Weill und des Schriftstellers Georg Kaiser wurde 1933 in Leipzig, Magdeburg und Erfurt zeitgleich uraufgeführt. In dieser Geschichte geht es natürlich um Rache und Aussöhnung, um Klassengegensätze und Armut und Reichtum. Und dann gibt es noch eine dritte Klasse, nämlich der Adel, der arm gewordene Adel aus dieser Zeit, der wieder zurück will in die alten Zeiten, und Restauration nennt man das, und mit Intrigen versucht, die Klassen gegeneinander auszuspielen. Also eine politische Parabel auf Klassengegensätze, die hier an einzelnen Personen abgehandelt wird. In der aktuellen Fassung wird das Stück als Bürgertheater mit zahlreichen Freiwilligen aus Pforzheim und der Umgebung auf die Bühne gebracht. Wir haben einen Verein hier gegründet, der Kulturschafferverein, und die sieht man auf der Bühne hier in großer Anzahl und sehr, sehr körperlich da tätig, singen auch mit und agieren. Das sind Bürger aus Pforzheim, aus dem Kreis, die aus Enthusiasmus und Idealismus sich der Kulturarbeit verschrieben haben, und zwar nicht Funktionärsarbeit, sondern selber mitzugestalten, darzustellen. Und der Verein ist noch ganz frisch und das ist das erste große Projekt, wo sie mitmachen. Am kommenden Samstag feiert Der Silbersee, ein Wintermärchen, Premiere im Theater Pforzheim.